Leute, es ist wieder Star Wars Zeit, denn die neue Ausgabe ist da, baut den Millennium Falcon, die Ausgabe 7. Und ein paar Teilchen sind auch wieder mitgekommen. Wir machen es wieder wie immer, wir gucken uns dieses Heft schön an, jede Seite. Und dann tun wir, was wir können. Und dann würde ich gleich sagen, legen wir los. Also los geht's mit dem Heft. Viel Spaß dabei, let's go. Also liebe Leute, so kommt das Heft bei euch an. Die Nummer 7, bau den Millennium Falcon. So, und hier sind die Teile. Die Grundplatte, wie man sehen kann, und ein paar andere auch. Die besprechen wir später. Zuerst kommen wir mal zum Heft. So, also, was haben wir alles da drin? Hier haben wir schon wieder den Inhalt der Ausgabe 7. Was sich da drin alles verbirgt. Dann kommen wir zu den YT-1000 leichter Frachter mit schönen technischen Daten, ein wenig Text. Dann blättern wir mal schön um. Weiter geht's im Text. Noch ein paar Skizzen. Jo, und dann kommen wir zum nächsten, und zwar die Mannschaftsquartiere. Auch ein sehr interessantes Thema. Gerade weil man so ein Quartier auch baut mit. Sehr interessant für die Gestaltung, sag ich mal. So, weiter geht's. Hier hat man dann nochmal eine schöne Zeichnung. Wie, was, wo ist. Ein paar Skizzen. Dann, wie sie das gemacht haben. Hinter den Kulissen, sozusagen. So, dann kommen wir wieder zu einem Planeten, und zwar Yavin und seine Monde. Auch sehr schön. Ein paar astrographische Daten, physikalische Eigenschaften und so weiter und so fort. Auf der nächsten Seite geht es weiter. So. Jo, und hier haben wir auch noch eine Seite darüber. Und natürlich wieder hinter den Kulissen. Okay. So, jetzt kommen wir zur Bauphase 7. Und zwar zu den Innenraum. Da hat man hier schon mal diese Grundplatte mitgeliefert bekommen. Die Sitzgruppe und des Weiteren die Sitzgruppenpolster, sage ich jetzt mal so. Schauen wir mal, was man da alles bauen kann. Grundlagen Gussrahmen kann man so schön sehen, wie man da Schritt für Schritt das baut. Und dann hier das nächste ist einpassender Polster. Ja. Jo. Okay, haben wir das gut. Die nächste Seite beinhaltet optionale Techniken bemalen. Also hier kommen wir nochmal direkt hier zu den Details, wie De Agostini das bemalen würde. Ich habe nochmal einige Tipps zum Verwaschen und dass es benutzt aussieht. Und dann die Fertigstellung des Cockpits, denn das Cockpit ist eigentlich so weit fertig. Das haben wir aber, glaube ich, schon im letzten Teil gezeigt. Jo, und dann haben wir die letzte Seite, was halt nochmal in dieser Ausgabe alles drin ist, beziehungsweise in der nächsten. Und da muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt machen kann. Und deswegen haben wir ja hier die Bauteile. Und die machen wir jetzt mal schön auf. So, Moment. So, ich muss das Hütchen leider mit zwei Händen aufreißen. Und da haben wir hier so ein größeres Teil, und zwar es ist die Innenraumplatte, wo dann der Tisch und alles dort steht. Ja.
schön in Grau gehalten. Dann haben wir hier so ein Bauteil. Gut. Dann haben wir hier diese weißen und schon ein bisschen eingefärbten mit Polster und so weiter und so fort. So, schütz mal aus. Das ist jetzt ein Mist. Dann für die Polstergruppe das oberste Stück. Dann haben wir hier auch nochmal so ein Teil. Und für die Sitzgruppe der untere, das untere Stück. Und noch ein paar Schräubchen. Für was auch immer. So, also. Ich tue es nochmal schön hin. So. Das ist also alles mit dabei. Aber ich denke mal, so viel bauen werden wir gar nicht können. Weil ja dann für den Innenraum nur noch viele Teile fehlen. Und da muss ich mal schauen, was ich da bauen kann. Gut, also, bis dann. So, liebe Leute, also wir fangen mal an mit der Sitzgruppe. Ich werde jetzt mal rausschneiden. Nämlich hier so ein kleines Zänglein. Und du die schön an der Spitze abtrennen. So. Genau. Das sieht man ja, da bleibt ja hier wieder so ein Überschuss. Und den werden wir jetzt erstmal ein bisschen verschleifen. Gut. So. Das ist schön. Windig ist. Keine Angst, wenn die Farbe so weggeht, das kann man dann ein bisschen wieder ranmachen. Hauptsache, die Schnipsel oder die Popel sind weg, dass es schön glatt ist. Und hier oben ganz besonders aufpassen, dass man die Rundung nicht zerstört. Und dann hier auf der Seite noch. So. Ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere im Internet schon gesehen hat. In, wo war das, ist es in England oder in der USA, gab es jetzt für den R2-D2 von D'Agostini schon mal so ein Probeset. Und ich hoffe, dass das gut läuft, dass sie das durchsetzen, weil das sah eigentlich sehr vielversprechend aus. Ja, und es wäre dann schon der nächste... Das nächste Abo, was ich dann mir holen werden würde, aber ehe es in Deutschland ist, wird wahrscheinlich noch ein Jährchen vergehen. Aber was haltet ihr davon? Würdet ihr euch auch den R2-D2 eventuell in so einen Bausatz euch mal wünschen? Wie gesagt, er hat auch viele Funktionen gehabt. Und ja, das würde ich mal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Was ihr überhaupt von dem D'Agostini-Ding haltet, ob ihr das ist, gut findet oder weniger. Denn manchmal weichen sie ja schon vom Original ganz schön ab. Aber ich finde den Bausatz an sich finde ich eine richtig tolle Idee. Und verbessern kann man hier und da sowieso immer was. So, liebe Leute. Ich habe jetzt hier das auch noch ein bisschen abgeschliffen, da waren ja hier auch so ein paar kleine Puppelchen
dran. So, und jetzt könnten wir das hier schon hier oben drauf, dass das so aussieht, verkleben. Genau, so. Gut, machen wir das doch gleich mal. So, liebe Leute, also das Teil ist verklebt und so sieht es dann aus. Im halbfertigen Zustand, sag ich jetzt mal. Ja. Gut, und du kannst das schon mal weg. So, jetzt muss ich erstmal selber schauen. Kommen wir mal zu diesem Teil. Na? Da sollen ja jetzt die Polster hier reingeklebt werden. So, die Polster haben wir hier. Und das ist eigentlich derselbe Schritt. Also wir gehen hier wieder mit unserem Zänglein hier rein. So. Und tun erstmal diese überschüssigen Dinge überschüssig wegschleifen, damit es schön glatt ist. So. Ja. Bisschen pusten. Und dann schauen wir mal, wie das passt. Upsi. Bleibt da. So würde das dann aussehen. Genau. Also. Kleines bisschen, ich habe hier diesen Kleber, ein kleines Pinselchen oben dran. Ich meine, der Revell-Kleber ist auch nicht schlecht. Nur bei dem setzt sich öfters mal die Spitze zu, die Nadel vorne. Und hat man übelst zu tun, damit man das wieder frei hat. Und deshalb nehme ich jetzt mal den. Schön andrücken. Gut, und schön hält's. Schön hält's. Gut, jetzt machen wir hier auch mit dem anderen Teil. Wo ist es denn? Hier. Ja. Das machen wir genauso. Also. Check, check, check. Ein bisschen schleifen wieder. Ja. Und noch ein bisschen. So. Genau. Kleber wieder in die Ecken. Und schön anpressen. So. Und schon müsste es halten. Gefällt mir noch nicht die Stelle hier. So. Na, was denn jetzt? Hält's oder hält's nicht? Ich glaube, es hält. Gut, des Weiteren haben wir ja noch diese kleineren. Jetzt muss ich auch erstmal gucken. Schneiden das einfach mal in alle gleich. Hm.
Hier geht man auch mal schön drüber. Und auf der anderen Seite. Und die kommen dann hier so in die Ecke. So hier. Oder andersrum. Moment, ich muss mal gucken. So, also ihr müsst schon darauf achten, welche ihr nehmt, weil hier hinten sind so ganz kleine. Wir sehen, was man das sieht hier. So, probieren. So ganz kleine Nasen dran. Und die sind unterschiedlich. Und so müsst ihr das dann auch hier reinlegen. Beziehungsweise kleben. Und ja, müsst ihr schön aufpassen. Weil ich hätte es beinahe verkehrt reingeklebt. Beinahe wäre es passiert. Jetzt bräuchte ich, jetzt muss ich mal hinten drauf gucken, diesen hier, glaube ich. So, liebe Leute, ich mache das mal noch so, soweit es geht, zu Ende. Und dann sehen wir uns wieder. Also, die Dinger sind geklebt und euch fällt bestimmt jetzt schon etwas auf. Ja, ich habe das ja schon noch ein bisschen schmuddeliger gemacht. Ne, ich tue es mal ein bisschen weiter ran. Und das ist original. Wie gesagt, wem das Original so langt, der kann das so lassen. Das ist kein Problem, das sieht auch schon nicht schlecht aus. Aber ich möchte es halt ein bisschen schmuddeliger. So, und wie habe ich denn das jetzt gemacht? So, also ich habe hier zum einen diese Ölfarbe genommen. 502 Abteilung, und zwar ist das Field Grey. Ne? Einfach ein bisschen auf den Pinsel gemacht. Braucht nicht viel sein. Und dann geht man hier einfach mal so drüber. So. Einfach schön bemalen. Das kommt in so ein bisschen Grünstich. So. Manche werden sich denken, was macht das Rennvieh? Nee, kann man ruhig mal schön bemalen. Schön bemalen. So, und dann nimmt man ein Stück Stoff. So, ich habe da hier so ein Fetzen. Und geht dann einfach mal richtig schön. Kann man auch ein bisschen feste machen. Drüber. Und da sieht man schon, da kriegt man eine richtig schöne Struktur. Und auch eine schöne Farbgebung hin. Und je nachdem, wie ihr es mag, entweder lässt ihr ein bisschen mehr drauf oder zieht halt ein bisschen mehr ab. So. Und schon hat man schon das erste. Hier, das wackelt noch ein bisschen, das muss ich noch ein bisschen ankleben. Die erste Oberfläche schon drauf. So, des Weiteren habe ich hier ja dieses Set, ne? The Ready Master, und zwar das A. Und da ist da so ein kleiner Pinselchen mit drin. Und das ist jetzt Sand, Lichtsand oder leichter Sand und Schmutz. Ich einfach mal ein bisschen Sand und du einfach, wie mir halt lustig ist, einfach mal ein bisschen verteilen. So. Vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Finger.
bisschen einwuseln. Das eine gefällt mir noch nicht, das ist noch ein bisschen locker. Aber okay, das mache ich dann. So, weil wenn das Ding oder die zwei zusammengeklebt sind, ihr kommt nicht mehr rein. Das ist halt das Problem, deswegen müssen wir das vorher machen. So, vielleicht noch ein bisschen dunkler hier die Ecken. Aber da sind ja eure Garantie, wollte ich sagen, eure Fantasie freien Lauf, könnt ihr euch da frei bewegen, wie ihr halt das am besten wollt. So ist es wenigstens ganz abgebrochen. Gut, wie gesagt, ich werde die zwei jetzt zusammenkleben. Ja, und das sehen wir uns, denke ich, wieder. Bis dahin. Okay, eins möchte ich mal noch sagen, und zwar das hier, dieses Gerüst, das ist ja die letzte Leer. Ich würde es an eurer Stelle eventuell mal noch aufheben. Vielleicht kann man da irgendwas noch zaubern mit Kabel oder irgendwie, wie man den Innenraum dann noch ein bisschen schöner gestalten kann. Muss nicht sein, aber kann. Also ich würde es nicht gleich wegwerfen. Vielleicht kann man das andere oder andere Teil ja noch gebrauchen. Gut. So, und so sieht es dann aus, wenn das fertig verklebt worden ist. Ne? Wie gesagt, an der Oberfläche mache ich hier noch nichts. Hier drinnen sieht es aber schon, wenn man das so sieht, sieht doch schon schön aus, oder? Sieht doch cool aus. Also ich finde es cool. Und hier muss jetzt einer ein bisschen rangedrückt werden. Aber wie gesagt, ihr könnt es selbst gestalten, wie ihr das wollt. Ich werde es jetzt mal noch ein bisschen austrocknen lassen. Und dann komme ich mal zu den von den Forscher-Ausgabe zu dem Teil. Weil das muss ja dann hier irgendwie hier rein. Ich möchte es auch noch nicht ganz reindrücken. Das gucke ich mir noch mal ein bisschen genauer an. Okay. Vielleicht werde ich das auch vorher mal ein bisschen lackieren. Muss mal gucken. Na, schauen wir mal. Ich werde da schon irgendwie mal Platte machen. Ja. Gut. So, also ich habe das jetzt mal hier richtig reingesetzt. Richtig mit Druck. Und jetzt kommen wir mal zur Kappe, die müsste normalerweise oben drauf passen. Aha, okay, es hat geschnackelt. Aber ich habe noch nicht geklebt. Also, bisschen Leim oder machen wir das? Warte mal. Also, bisschen Leim wieder in die Ecken. Rauf den Spaß. Schnack. So. Dann sieht das so aus. Ja. Hier entsteht natürlich so ein unschöner Schlitz. Den werde ich wahrscheinlich zuspachteln. Mit so einem Kunststoffspachtel. Des Weiteren setze ich hier hinten wahrscheinlich so die LEDs rein. Oder zumindest eins, damit es mal ein bisschen ausgeleuchtet wird. Weil das war ja im Film auch so. Aber da werde ich mir dann nächste Ausgabe mir eine Platte machen. Ja, ansonsten gibt es ja nicht weiter zu machen. Die Platte hier haben wir noch so gelassen. Die möchte ich auch so lassen. Solange die anderen Teile noch nicht so da sind, möchte ich es eigentlich noch so lassen. Also der Tisch, da müsste Tisch, diese Sitzgruppe müsste dann hier so sein und hier müsste das dann so hier genau irgendwie so drauf kommen. Aber da fehlen ja hier noch ein paar Dinge. Außerdem habe ich mir von den Paragraphics mal ein bisschen was bestellt und das ist aber noch nicht da. Ja, deswegen lasse ich das erstmal so. Stino, verändern kann man immer noch was.
Ja, dann soll es das auch schon mal gewesen sein für diese Ausgabe. Ist ein bisschen wenig, ich weiß. Aber vielleicht wird es in der nächsten Ausgabe mehr. Ne? Soweit kann ich vielleicht schon mal was sagen. Eins habe ich noch. Da muss ich auch mal kurz in den in das Nebenzimmer gehen. So Leute, also hier, ich sieht man das, sonst mache ich hier ein bisschen, das Ding mal ein bisschen zu. Bin ich schon am Rumbasteln für die Leuchte an der Kojenwand. Und ich habe auch mal so ein bisschen experimentiert. So sieht das Teil aus. Es leuchtet auch. Ja, also macht sein Zeug. Aber was es da mit auf sich hat und so weiter und so fort, seht ihr in der Ausgabe 8. Also seid gespannt drauf. Ja, liebe Leute, das soll es erstmal von meiner Seite wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre nicht schlecht. Und dann wünsche ich noch ein schönes Osterfest. Ich hoffe, ihr seht uns, oder wir sehen uns in der Ausgabe 8 wieder. Und ja, wie gesagt, ein schönes Osterfest. Sucht ein paar Eier. Gut, lasse ich jetzt so stehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Leute, haut rein. Ciao.